Grüß euch! Heute will ich eine spielend einfache Methode zeigen, wie man Vampisol-Gipsbauteile in Steinen aussehen lassen kann. Und zwar hier mit dem Modell Wash 513 von Vallejo. Ein Washing in grün-braun schmutzigen Nuancen. Als Palette eignet sich dafür zum Beispiel eine leer genaschte Toffifee-Packung sehr gut. Dazu wird das Washing ganz einfach nur auf die Gipsbauteile aufgetragen. Hier eine Bruchsteinmauerplatte und man sieht schon den Effekt. Die Pigmente sammeln sich in den Vertiefungen ein. Die Oberflächen kriegen einen schönen Wiesteineffekt, wie verschmutzter, verwitterter Sandstein. So, jetzt das Gleiche an einem Widerlager der neuen offenen Dammdurchlässe. Den kleinen für Null Schmalspur. Und man sieht, auch hier werden die Strukturen schön hervorgehoben. Ich bin ganz begeistert, wie gut das wird. Und ganz einfach. Völlig problemlos, ohne irgendwelche speziellen Rezepte anzurühren. Mit dem 514, dem Grün, kann man noch einen so ein bisschen leichte Vermosung darstellen. Das wirkt vielleicht auch nochmal so ganz realistisch. Und mit dem dunkleren, dem 514, mit dem dunkleren Braun, kann man vielleicht auch nochmal so ganz bisschen die Fugen speziell hervorheben. Das ist wirklich keine Kunst. So. Die Wirkung ist wirklich frappierend. Sieht sehr realistisch aus. Vielleicht wäre etwas weniger grün besser gewesen, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Danke sehr und auf Wiederschauen.